Ich habe hier den Kreisverwaltungsreferenten von München und Wahlleiter, den Herrn Dr. Böhle. Und in München gab es ja eine hohe Wahlbeteiligung, so zumindest da war es der Trend um 16 Uhr so. Ja, das ist erfreulich. Wir haben eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als das letzte Mal. Für Zahlen ist es noch zu früh. Wie schaut es bei der Briefwahlbeteiligung aus? Ja, das ist auch eine Entwicklung, die wir über alle Jahre verfolgt haben. Wir haben deutlich mehr Briefwähler. Wir hatten letztes Jahr 277.000 oder bei der letzten Bundestagswahl. Und jetzt haben wir an die 330.000, die die Unterlagen angefordert haben. Und die wählen dann auch in aller Regel. Also wir haben einen deutlich höheren Anteil an Briefwählern als in der Vergangenheit. Haben Sie genügend Wahlhelfer gefunden für diese Wahl? Das ist sehr erfreulich gelaufen. Wir haben schon 3 Monate vor der Wahl unsere 7.200 Wahlhelfer zusammen gehabt, die auch sehr fleißig in Schulungen gegangen sind, auch mehr als je zuvor. Also von daher hatten wir gute Voraussetzungen. Ja, super. Dann natürlich ein bisschen die Prognose, wie schaut der Abend heute aus? Also wann sind die ersten Ergebnisse von München voraussichtlich zu erwarten und wann rechnen Sie mit einem vorläufigen Endergebnis von München? Die ersten Ergebnisse kann eigentlich jederzeit losgehen. Sie müssen sich vorstellen, um 18 Uhr darf man erst anfangen zu zählen. Und das ist natürlich schon ein Stück Arbeit, also das dauert auch seine Zeit. Und ein vorläufiges Ergebnis kann man natürlich erst dann verkünden, wenn die alle eingegangen sind. Also ich denke, vor 22 Uhr wird das in keinem Fall der Fall sein. Und wann dann, werden wir sehen. Hoffen wir, dass es nicht das mal so lange dauert wie bei der letzten Wahl, dass wir also auch schon um 10, halb elf dann was haben werden. Ich teile diese Hoffnung. Okay. Wunderbar, dann warten wir den Abend ab. Dankeschön. Danke Ihnen.